Graffiti Box Jam. Was geht? Mein Name ist Tim Taylor und auch bei KWU Connection, dem Label aus Kassel, sind heute hierher gekommen. Und das ist eine kurze Geschichte, ihr müsst ein bisschen zuhören. Das heißt, es ist Rot der Sonne. Yeah. Die eingeschneite Landschaft zieht vorbei. Er sitzt im hinteren Abteil und sieht mit einem Bleistift einen Kreis. Überreicht den gerade geschalteten Verteiler an einen Schaffner, der so gleich an seiner Zeichnung Interesse zeigt. Und als Antwort auf den fragenden Blick gibt der kleine Junge nur zurück. Es fehlt kein Strich oder Punkt, Augen oder Mund oder gar Strahlen. Um die Sonne zu malen, fehlen die richtigen Farben. Als sie das sah, musste sie lachen wie noch nie in diesem Jahr. Über den Jungen, der sie malte und die Augen vergaß. Denn er war nicht nah genug, um die Konturen zu erkennen. Sie in Augenschein zu nehmen, heiß, lebendig, verbrennen. All den Menschen bin ich fremd, hat die Sonne überlebt. Niemand hat mich hier gesehen, um den anderen zu erzählen, dass ich mir mit den zwei Augen, die ich habe, gern auf Suche, was Gutes. Mein Blick eine Weile lang drauf auszusuchen. Yeah. Das war der Anfang der Geschichte. Ihr müsst zuhören. Yeah. Yeah. Mehr den gleichen Zug. Er hatte unterwegs den Horizont nach Farben abgesucht. Als er sie am Bahnsteig stehen sah, verschlug es in die Sprache. Seitdem denkt er jeden Abend an das Mädchen mit den roten Haaren. Er nahm all sein Mut zusammen und sprach sie an. Er fasste sich ein Herz, fasste seine Hand und sagte dann: Und wann sind wir uns wieder? Nimm als Zeichen dieses Haar. Denn ich hab nur diesen Tag und muss fort, wenn der Abend war. In all der Zeit, die noch kam nach diesem Verlust, war er sich seiner strahlenden Beobachterin nicht bewusst. Sie hat ihm zugeguckt bis zum Schluss, bis nichts mehr fehlte, ein letztes Mal hinsah und den Pinsel zur Seite legte. Auf der Leinwand sah man einen am Waldrand gelegenen See, der den Abendhimmel spiegelt samt Sonne, die darin steht. Und für das wunderschöne Licht, das sie auf die Landschaft warf, nahm er die Farbe des roten Haares, das er damals bekam. Yeah. Oh. Novak Bean. Leben. Jede Zelle seines Körpers schrieb, Wirklichkeit zu produzieren. Der Schnee in seinem Herzen war getaucht und die Leidenschaft gefesselt, nichts vermochte ihn zu retten. Er wusste, er war besessen, fasziniert von ihrem Anblick, hat der Nächte lang und da gesessen. Mit dem Farbkasten versucht, den Ton ihrer Haare zu treffen, bis ihr Erwachen ein ganzes Leben erneuert. Und so wurde er vom kleinen Jungen zum Maler des Feuers. Wie man weiß, kommt Hochmut vor den Fall. Weil es dauert, ist dann eine kurze Zeit. In diesem Fall kam er gleich. Ich hab ein Herz aus Stein und deine Seele aus Eis. Das reicht, hat er gemeint. Ich bleib lieber allein und deine Nacht sie schlafen musste, so wie sie. Lief er raus in den Garten, verbrannte alles, was ihm in die Hände fiel. Siehst du, ich hab gesiegt. Ich brauch niemanden zum Lieben. Und das Flammenmeer hat sich in seinem Blick wieder gespiegelt. Yeah. Das Rot der Sonne. Das ist der letzte Teil der Geschichte. Yeah. Viel gesehen und vieles miterlebt, die verschiedensten Szenen, seitdem sich die Erde dreht. Doch stets war die Sonne von der Geschichte im Zug gewesen, verfolgte sein Glück und das ist rothaarig Mädchen. Als sie sehen musste, wie es dort alleine ging und weinte, während er mit starrem Blick vor einem Feuer vorbeiste, wurde sie traurig und schloss in ihrer Trauer ihre zwei Augen. Und dann hat sie beschlossen, niemals wieder aufzutauchen. Die Erkenntnis kam schon gar nicht ziemlich schnell und doch zu spät. Man erkennt das Paradies erst, wenn man nicht mehr darin lebt. Ihm war klar, er würde an der Dunkelheit zugrunde gehen. Alles andere wurde sinnlos, denn sie war der Grund zum Leben. Nicht mehr in greifbarer Nähe, aber er wollte sie finden und sie um Verzeihung bitten. Es musste einfach gelingen. Er hat sich eben auf den Weg gemacht, bete, dass er es schafft. Denn ansonsten herrscht auf dem Planeten die ewige Nacht. Yeah. Das war mein erstes Lied, das Rot der Sonne. Mein Name ist Tim Taylor. KWU, yeah, ein Novak Beat, oh. Bisschen yeah. Nach vorne gehen jetzt. Bisschen nach vorne gehen. Yeah. 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 Das ist Tim Taylor. Auf dem Graffiti Box Jam 2011. Kassel hierher gekommen, Berlin, was geht? Niemals in meinem ganzen Leben, lass ich mir erzählen, was ich.
marschiert und endlich mal richtig abkassiert. Dann sind sie engagiert, das Ziel ist anvisiert. Sie sehen die anderen unter sich stehen, wenn sie fantasieren. Heute Reichtum und wollen, damit die Angst kaschiert. Schlucken bunte Pillen, bevor sie ihren Verstand verlieren. Manche die randalieren, andere anders anvisieren. Hauptsache niemand muss sich mit sich selber konfrontieren. Sie kriegen lieber alles vorgesagt und diktiert nicht mit mir. Ihr gibt das Gegenteil, präsentiert sie Holz in eurem ganzen Leben lasst. So, jetzt kommen wir auch schon zu meinem letzten Lied. Ja, wir haben nicht so viel Zeit bekommen. Nee, die... Lied Nummer 3. Yeah, yeah. Was man, wenn wir die Welt so sehr verändern, dass man sein eigenes Leben außer Acht lässt? Scheint so... Steuern, so wie der Wind, es kommt immer auf deinen nächsten Versuch an. Das hier ist meiner. Wie viel ich schon geschrieben hab, ich weiß es nicht. Manchmal kommt es mir vor, als ob mein Leben ein einziges Schreiben ist. Ist es gerichtet an den Rest oder vielleicht nur mich selbst? Ich halt Gedanken fest und hoffe, dass die Verbindung hält. Und deshalb greif ich den Stift, als wär's nur eine Notiz. Komm, nimm den Zettel mit, damit du mich nicht vergisst. Wir beiden sprechen eine andere Sprache, aber lass es grad mal egal sein, man trägt überall den gleichen Namen. Lass es hüpfen und ich tipp mir auf die Brust, tipp den Takt mit und schreib diesen Text hier im Brust. Ich mach's nicht bewusst, ich lass es nur raus. Ich entleere meinen Kopf und der Block fängt es auf. Ich vertrau darauf, dass es mich dahin führt. Wenn das Glück wohnt, irgendwann klopft ich an deine Tür. Muss die Wolken vertreiben, doch ich weiß, dass es sich lohnt. Und irgendwann scheine ich durch dein Fenster wie der Mond. Sag mir, wie viele Sterne stehen hoch oben im Himmel. Niemand hat sie jemals alle gesehen. Und auch du wirst nicht merken, wenn einer verschwindet. Denn wie so oft ist es nicht offensichtlich, wenn etwas fehlt. Sag mir, wie stark der Wind heute weht von der See über die Berge. Sag mir, wie weit er die Wolken noch trägt. Wenn der Himmel frei ist heute Nacht, würdest du drauf achten oder vielleicht gar nicht erst bemerken, wenn etwas fehlt, wo ich gehe. Will ich, dass du meinen Namen sagst. Bitte nimm mir etwas ab von dem, was ich schon so lange trag. Es bleibt bei mir, doch ich will es nicht für mich behalten. All die Gedanken sind doch entstanden, um sie mitzuteilen. Ist gleich dem, was wir in Biologie gelehrt haben. Ich teile mein Glück mit dir, bis es sich vermehrt hat. Mehrfach hast du schon meine Last aufgenommen. Ich hab es aufgenommen, damit es nach draußen kommt. Mein Album ist im Laden, wie verrückt das klingt. Ich bin erst zufrieden, wenn jemand was von mir haben will. Ja, stimmt, ich brauch deine Aufmerksamkeit. Wie ein Scheißkind, das lauthals nach dem Leben schreit. Bis zum Ende werde ich kämpfen und dir davon erzählen. Mein Herz führte mich auf diesen steinigen Weg. Zuletzt werde ich sagen, ich wusste, die Reise lohnt sich raus. Aus der Dunkelheit auf die helle Seite des Mondes. Sag mir, wie viele Sterne stehen hoch oben am Himmel. Niemals hat sie jemand alle.
verschwindet der Beat so oft. Es ist nicht offensichtlich, wenn etwas fehlt. Sag mir, wie stark der Wind heute geht. Und ich sehe über die Berge, sag mir, wie weit er die Wolken noch trägt. Wenn der Himmel frei ist heute Nacht, würdest du drauf achten oder vielleicht gar nicht erst bemerken, wenn etwas fehlt, das ist E, I, M. Und ich laufe und laufe und laufe, um irgendwann auf die helle Seite des Mondes zu gelangen. Kann, wenn ihr scheint, ich hab mein Leben hier reingesteckt. Und es wäre ohne Belang, wenn ihr nicht gewesen wärt. Yeah. Und wenn alles vorbei ist, alles gesagt ist und getan, du nicht nur meinen Namen kennst, sondern auch weißt, wer ich war. Wenn ich all die vielen Bilder, die in meinem Schädel kreisen, auf Papier gebracht hab und schließlich von ihnen befreit bin. Wenn ich all das Leiden in etwas Positives verwandelt hab und man die Veränderung fühlen kann in der ganzen Stadt. Wenn alles klappt, dann werden wir uns wiedersehen, weil wir uns wiederfinden in den Geschichten, die wir erzählen. Sag mir, wie viele Sterne stehen hoch oben im Himmel. Niemals hat sie jemand alle gezählt. Und auch du wirst nicht merken, wenn einer verschwindet. Denn wie so oft ist es nicht offensichtlich, wenn etwas fehlt. Sag mir, wie stark der Wind heute weht. Von der See über die Berge. Sag mir, wie weit er die Wolken noch trägt. Wenn der Himmel frei ist heute Nacht, würdest du drauf achten oder vielleicht gar nicht erst bemerken, wenn etwas fehlt. Nee. Mein Name ist Tim Taylor, ich bin draußen. Peace! Als nächstes Kiko. Und